So, hallo, herzlich willkommen bei GTV. Ich habe heute mal mit einem intuitiven Tanz begonnen. Tanzen ohne Musik, wie es Jeet nennt. Ich hatte einfach den Impuls dazu. So, heute wollte Amo und Steffi wollten eine Sendung zum Thema Spielen machen. Und ja, ich bin mal gespannt auf die Sendung. Wie das wird, ob die beiden da sind, ob die beiden mitmachen und ob ich das mit der Technik gedeichselt kriege. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Jo. Also, Steffi und Amo. Wenn ihr wollt, könnt ihr mich bei Skype auf Cheat anrufen. Und dann versuche ich das mal mit einer Skype-Konferenz. Genau. Könnt ihr mich gut hören und verstehen und gut sehen? Okay, da kommt noch keine Reaktion. Dann okay. Nochmal für alle, die neu dazugekommen sind. Also wir sind ja, wir senden ja mit hoher Qualität und da das nicht alle Rechner schaffen können, zeige ich euch mal kurz, wie man das umstellen kann. Und zwar, wenn ihr euch eingewählt habt, seht ihr hier unten, nachdem das Video geladen hat, diesen Knopf. Ups, da muss man mal ein bisschen aufpassen, weil ganz gern Livestream lädt. Also nochmal warten, bis das Video geladen ist. Genau, und so kann man dann die Qualität auf Low stellen und dann auch mit einer langsameren Internetverbindung ruckelfrei zu schauen. Okay. Ups. Ja, schalte ich zurück auf die Kamera. Oh, jetzt geht's los hier. Steffi schreibt, grinst. Petra schreibt, grüß die Nijal. Nijal schreibt, ja, Fütti. Amu begrüßt Dario. Nijal schreibt, bayerisch, dachte ich. Fütti. Ich wohne gerade in Bayern, aber das Fütti kenne ich daher nicht. Petra, nein, ich bin aus Österreich. Aus der schönen grünen Steiermark, Nijal. Ja. Yeah. Oh. So. Für die. Also Amo, du hast gesagt, du würdest heute eine Sendung machen. Möchtest du auf Skype anrufen oder möchtest du telefonieren oder möchtest du im Chat schreiben und ich sag was dazu? Es soll ja heute um das Thema Spielen gehen. Spielen der Kinder, Spielen der Erwachsenen, Spielen der Tiere.
brauchst du für Skype, na, du brauchst, ein Mikro wäre nicht schlecht, damit wir dich auch hören können. Aber wenn du mit Skype anrufst, dann natürlich den Ton ausmachen, weil wir brauchen den Ton nur einmal zu hören. Genau, Konferenz. Ich sehe, Amu ist noch nicht online bei Skype. Gucken, ob Steffi schon da ist. Steffi ist schon online. Okay, wir warten noch auf Steffi und Amu. Danke, Nijal. Nijal schreibt, ich habe eben dein Tanzen genossen. Ist etwas Ehrliches in meinem Tage. In meinem Tage, das, was mir wichtig eben. Ja, ich habe halt arbeitet gerade in mir an einem Thema, was mich schon sehr lange begleitet. Und Steffi hat auf der Seelenebene für mich da ein bisschen was aufgelöst und jetzt kommt es in mir im Angleichen und dadurch ja, ist meine Stimmung heute nicht so gut und da hatte ich irgendwie den Impuls zu tanzen, das versuchen über den Körper auszudrücken, dass es rauskommt, was auch immer. Und es scheint ganz gut zu funktionieren. Amor hat Schwierigkeiten, höre ich. Ja, keine Panik. Rom wurde auch nicht an einem Tag erbaut. Vielleicht an zwei, aber. Ich gehe dann nochmal kurz mich bewegen, solange Amu noch mit der Technik zu kämpfen hat. Konferenzschaltung. Und zwar, ich mache das. Ich warte, also funktioniert folgendermaßen, wenn du mit jemandem anfängst zu telefonieren oder mit jemandem chattest, kannst du noch eine Person hinzufügen. Dann hast du automatisch eine Konferenz. Und sobald Amu mich anruft, werde ich eine Konferenz aufmachen und Steffi mit einladen. Könnt natürlich auch miteinander telefonieren und dann mich einladen. Ja, ist egal. Hauptsache irgendwie.
Nijal schreibt, danke für deine Weichheit, Dario. Okay. Steffi schreibt, Hilfe. Genau. Ruf mich an. Ruf mich an. Hat Amo überhaupt Skype? Hier steht nur Facebook. Mich, du musst Jeet anrufen, nicht mich. Amo, ich habe hier Jeet Skype offen auf dem Rechner, dem Aufnahmerechner. Ja, ich mag das Wasser. Ich bin Wassermann. Jeet Sabine. Okay, ich melde mich mal hier mit Skype aus und melde mich mit meinem Account an. Geht's vielleicht einfacher? Jetzt ist Skype abgeschmiert. Na toll. Jetzt geht's. Also. Alles bei Einhorn im Mond anrufen. So. Ich rufe jetzt mal Steffi an, weil Amu habe ich hier nicht in meinen Kontakten. So, Steffi ist dran. Hallo Steffi, kannst du mich hören? Okay. Okay, dann schalte ich dich mal auf Lautsprecher. Ich hoffe, das funktioniert jetzt. So, jetzt müssten dich die anderen auch hören. Hallo. Hallo Steffi. So. Hast du Amu in deiner Kontaktliste? Ja. Schau. Ich finde dich nicht. Du müsstest da so einen Plus-Knopf haben unter dem unter meinem Bild. Und da kannst du sagen, Teilnehmer zu diesem Anruf hinzufügen. Und da kannst du auf Amu klicken. Guck mal, ich zeig dir mal, wie das aussieht bei mir. Jo, guck mal. Wenn du auf dieses Plus hier gehst, kannst du Teilnehmer zu diesem Anruf hinzufügen machen. Und so können wir eine Konferenzschaltung erreichen. Man kann es eigentlich auch mit Video machen, aber Skype macht es nicht mehr umsonst mit der Videokonferenz. Ja. Ah, es scheint zu funktionieren. Und die Zuschauer, könnt ihr auch Steffis Stimme hören? Hallo. Hi. Jetzt hat es doch noch geklappt. Super. Jo, ich höre euch. Gucken. Ja, das kam mir gestern recht plötzlich. Aber es ist irgendwie sehr schön. Ja.
Genau. Wir hatten uns überlegt, ob wir das Thema Spielen nochmal machen. Das hatten wir ja, ja letzte Woche schon kurz überlegt, dass wir das machen. Und Steffi und ich, wir hatten uns dann ja darauf geeinigt, dass es dabei auch bleibt. Genau. Schön. Ja. Ich habe mal im Internet ein bisschen nachgeforscht, woher das Wort Spielen kommt. Ab von einem alten Wort Spiel, Spiel, und das heißt so viel wie tanzen. Fand ich sehr schön. Schön, ja. Ist irgendwie sehr genial. Kann man uns hören eigentlich? Ist nur so eine Frage. Das ist eine gute Frage. Weil ich höre dich ab und zu ziemlich abgehakt. Also ich habe jetzt Ja, ich bin auch. lauter gemacht, also man müsste euch eigentlich hören können, gut. Der Nietzsche schreibt, oh weia, das ist eine Verbindung über den Mond. Oh je. Da jemand etwa ein Sky-DSL. Ja. Aber wir sind zu hören, Nijal, Petra. Ah, okay, Petra schreibt, es geht. Manchmal leise, aber es geht. Okay. Das ist gut. Ja. Okay, Amu, du hast gesagt, du hast das Wort Spielen entdeckt. Das bedeutet sowas wie Tanzen. Ja, genau. Genau, das heißt tanzen, was ich ganz lustig finde und auch sehr, eigentlich sehr bedeutungsvoll, weil wenn man die Kinder oder auch uns selber manchmal beobachtet, dann machen das Kinder eigentlich mit einer tänzerischen Leichtigkeit. Deshalb hatte ich heute vielleicht den Impuls zum Tanzen. Ich hatte irgendwie die Idee, ja, spielen ist das Thema. Und dann wollte ich tanzen. Wahrscheinlich. Interessant. Ja, das ist wirklich interessant, aber schön. Das Das heißt, ist sehr schön. spielen ist tanzen. Dann spielt ja Sabine auch immer wieder, wenn sie jetzt was vortanzt und cheat. Ja, stimmt. Aber das ist auch wirklich immer sehr schön, Kinder zu beobachten beim Spielen. Genau. Weil die machen das ja wirklich mit einer, ja, mit einer Leichtigkeit, die erinnert manchmal schon sehr ans Tanzen. Das heißt, wir sollten vielleicht mal versuchen, öfter nicht so einfach so durch den Tag zu gehen, so schluff, schluff, sondern eher so mit dieser kindlichen Leichtigkeit, so aus dem Tanz heraus, also ein bisschen tanzen, über die Straße tanzen, vielleicht mit der eigenen Musik über MP3-Player oder ohne Musik und mal gucken, was die Leute machen, die reagieren. Ja, Das genau. kindlich. Das wäre schön, ja. Und das ist ja auch manchmal so, wenn man Kinder dabei beobachtet beim Spielen, die können ja wirklich innerhalb von 10 Minuten spielen die einem ja einen ganzen Tag nach. Ja, also es wäre jetzt wohl morgen, wir würden jetzt wohl frühstücken und das Frühstücken dauert eine halbe Sekunde und dann ist man aber auch schon irgendwie bei der Arbeit oder in der Schule oder es weiß der Geier wo. Und ja, innerhalb von 10 Minuten ist man dann schon wieder beim Abendbrot. Das habe ich im Kindergarten ganz oft erlebt, dass die Kinder sich dann, ja, dann in Krüppchenweise irgendwo hin verzogen haben und dann hieß es dann, und jetzt wäre wohl morgen. So, und innerhalb nach 3 Minuten war man dann an der Schule und nach 5 Minuten gab es Mittag. Es war immer sehr lustig, die Kinder dabei zu beobachten. Aber Okay. alle Kinder filtern da immer so ein bisschen was für sich raus, was für sie gerade wichtig ist. Die Grenzen dauern dann einfach länger beim Spielen. Deswegen finde ich das immer sehr wichtig, dass die Kinder spielen dürfen. Wir sollten uns die Gelegenheit auch mehr geben, ein bisschen spielerisch leicht zu machen. Ich beobachte das ja auch immer bei den Kindern meiner Mitbewohnerin, die spielen eigentlich auch immer, egal was sie machen. Und das führt zum Beispiel dazu, dass die Mahlzeiten nicht in ein paar Sekunden fertig sind, so Mahlzeit kurz, und dann geht es
geht es weiter spielen, sondern die spielen und essen nebenbei. Also die Mahlzeit ist ein Spiel und dadurch wird es halt, dauert es halt eine Stunde. Und Kuchenbacken dauert halt mal 3 Stunden, weil man nebenbei noch eigentlich spielt. Da macht man mal ein bisschen weiter, dann spielt man wieder. Also das ist irgendwie wie so, auch wie ein Tanz. Und dann, und wir Erwachsene sind dann so irgendwie so ungeduldig. Chiara hatte mich gefragt, ob ich unten in der Küche Aufsicht mache, weil sie allein nicht den Herd benutzen dürfen. Und dachte ich, okay, Stunde mal Kuchen backen und gar nicht wieder weiterarbeiten. Dann wurden es 3 Stunden. Dann war der Tag rum fast. Ich habe nichts geschafft. War so, oh Mann, oh. Ja, da muss man... Ja, das ist, ja, Ungeduld, das ist immer so eine Sache. Ne? Oder auch, wenn man dann zu Kindern... Weil, also wenn Kinder kommen, ich erlebe das bei meinem Sohn ganz oft, dass wenn er dann sagt, Mama, jetzt komm mal ganz schnell! Und wenn ich dann sage, ja, nee, ich komme gleich, dann kommt man, weiß ich, 10 Minuten später und dann ist aber bei ihm der Moment schon wieder vollkommen rum. Ah. Wenn man sich dann aber versucht, doch nochmal drauf einzulassen und ihn vielleicht auch da wieder hinbringt, was er einem zeigen wollte, dann dauert aber der Moment und kurz bleibt nicht... Das wird dann ein bisschen länger. Und das noch, und das noch, und das noch. Und Dario, kommst du mal kurz? Und dann weiß ich immer, habe ich eine Stunde Zeit oder nicht? Oder Geschichte erzählen. Ja, aber das ist... Die Kinder wünschen sich jeden Abend eine Geschichte von mir eigentlich. Und dann, ja, aber auch nur eine halbe Stunde oder nur eine Viertelstunde. Und ich kann mich trotzdem darauf einstellen, es wird mindestens eine Stunde. Vielleicht mehr. Ja, ich finde schon, Zeit ist schwer vereinbar. Ja, aber... Pause, dann kam von meinem Sohn in, ich weiß nicht, innerhalb von weiß ich nicht, 5 Sekunden ungefähr 10 Mal das Wort, Mama, 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 schau doch mal, Mama, schau doch mal. Wie so ein Eichhörnchen. Ich dann echt gedacht, wow. Aber es ist für Kinder so wichtig, dass wir uns Zeit nehmen dafür, dass wir sie auch, ja, dass wir bei ihnen sind und dass wir da mitmachen und mitspielen. Ja, also ich habe eine Freundin, die kann das, die ist ein Jahr älter als ich, die kann wunderbar mit Kindern spielen. Ich habe manchmal, fehlt mir leider tatsächlich auch wirklich die Geduld, ja, also mich da stundenlang hinzusetzen und auch mitzuspielen. Die schafft das, die kann sich da 4 Stunden dazusetzen und es kommt aus dem Kinderzimmer ein Gacker und ein Kicher. Das ist wunderbar, das ist wirklich total schön. Ja, das sollten wir alle wieder lernen, das zu schaffen. Ich versuche das ja immer, weil ich habe ja da die Gelegenheit in der WG in Bayern, aber es fällt mir schwer, weil ich ja irgendwie auch noch trotzdem noch die anderen Sachen alle machen will. Ja. So ja. Konflikt. Ja, weil das ist schon auch als eine eigene Welt auch ansehen, ja? Die Welt der Kinder. Halt doch eine ganz andere Welt wie die Welt der Erwachsenen, wo Zeit eigentlich die Rolle spielt und Einteilung. Und das ist bei den Kindern, geschieht das alles irgendwie miteinander, ineinander, alle Themen und alles, was sie halt erleben am Tag. Genau, das fließt halt irgendwie ineinander über. Haben wir halt etwas verloren, also diese Leichtigkeit. Einfach alles miteinander kombinieren und vereinen zu können. Alles vernetzen. Genau, alles vernetzen, ja. Stimmt. Ja, aber das ist, also die Leichtigkeit, die sollten wir uns wieder, ja, gönnen. Ja, genau. Gönnen. Ja. Huch, was? Das ist jetzt auf der Leitung. Wer haut denn da so gegen dieses Mikro? Niemand. Ah, okay. Ich halt nicht. Heute nicht. Aber jetzt habe ich auch was gehört. Oh, das war nicht ich. Almut. Spielt doch wohl jemand, nicht etwa jemand. Ja. Ja, wie Erwachsene, wir sind so mit unseren Denkmustern drin. Wenn ich an rausgehen, spazieren gehen denke, denke ich, okay, ich gehe jetzt raus und gehe eine Runde spazieren. Wenn ich mit den Kindern rausgehe,
die finden tausend Sachen. Da Schneeballschlacht und da kann man was malen im Schnee. Und als meine Eltern in Bayern waren, sind wir ja auch spazieren gegangen, die Kinder sind mitgekommen. Dann musste ich zurück, weil ich noch ein ganz wichtiges Telefonat hatte. Und als ich wiedergekommen bin, hatten die Kinder mit meiner Mutter zusammen so ein ganz großes Bild in Schnee gemalt. Schön. Total cool. Meine Mutter kann ja auch sehr gut mit Kindern umgehen. Sie arbeitet ja im Kindergarten. Und da merke ich immer so diesen Unterschied, wie man mit Kindern umgehen kann. Also wenn man das so integriert, wenn man das irgendwie... Also wenn ich mit meinen Eltern unterwegs bin und die Kinder von meiner Mitbewohnerin dazu sind, ist es ein anderes Feeling oder ein andere Wärme, als wenn ich mit meinen Mitbewohnern und den Kindern irgendwie was versuche zu unternehmen. Weil irgendwie sind zwar auch spirituell und liebevoll und alles, aber irgendwie ist trotzdem da so die Wessi-Kälte da. Ganz komisch. Die was? Die Wessi-Kälte. Die sind alles beides Wessis. Also in Deutschland, diese Einteilungen da. Genau, ja, aus der DDR. Genau, irgendwie ist es komisch, ist anders. Ist einfach anders. Das ist halt, Bayern ist halt Westdeutschland. Ja, Bayern ist auch Österreich doch wieder sehr nah, ja. Okay. Was soll das sein? Nichts. Naja, also ich bin in München geboren. Oh, ja. Nein, allgemein die ganzen Einteilungen. So wie die Bessie-Kälte, ich meine, die armen Kinder, da können die ja nichts dafür, dass so eine Einteilung herrscht, ja. Da läuft halt so ein Programm über der Stadt ab und man erkennt das schon wieder nicht mehr in der Individualität, sondern nur mehr im Gesamtpaket. Und das ist schon wieder irgendwie, da macht man sich selbst irgendwie schon wieder schwer. Ja, das stimmt. Ja. Aber das ist auch lustig, weil Kinder, also von der Noah geht ja hier in die Schule und in der 5. Klasse und ist ja verboten. Und jetzt liegt bei uns gerade total viel Schnee. Es ist den Kindern verboten, eine Schneeballschlacht zu machen, weil man könnte sich verletzen. Okay, ja, ja. Ich weiß auch nicht, der Noah macht dann hier und hat aber hier jetzt keine Freunde im Ort. Weil jetzt viele kleine wohnen und er ist jetzt doch schon 11. Und das ist es dann auch irgendwie. Und er hat gestern ganz viele Schneeengel. Das war total schön. Schön. Cool. Die überall so im Schnee verteilt. Genau. Das machen die Kinder ja auch gern. Also die. Ja, ja, aber so dieses, das Spiel, Steffi sagte vorhin, als wir uns kurz noch unterhalten haben, dass wir alles wirklich wieder anfangen müssen, auch in die Leichtigkeit zu bringen. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Dass wir anfangen. Ich verstehe gar nichts mehr. Entschuldigung. Ich war es nicht. Okay. War die Leichtigkeit. Die genau. Leichtigkeit des Seins. Ja. Ja. Yo, Mann. Und wenn wir in die Leichtigkeit gehen, dann ist nämlich das Lustige, dass wir auch gar nichts mehr als schwierig betrachten, ja? Und wir ziehen das auch gar nicht mehr an. Wir ziehen dann viel, viel schönere Berufe an und viel schönere oder ehrlichere Menschen und viel leichtere, beschwingte Momente einfach, als wenn ich die ganze Zeit in dem Gedankenmuster lebe, ich bin jetzt erwachsen, ich bin jetzt anders, ich darf jetzt nicht mehr so sein, wie ich war. Und das ist eben der Punkt, du darfst halt so sein, wie du warst. Ja? Und du bist im Grunde genau das. Ja? Alles andere ist nur Glaubensmuster und Denkmuster und Programm. Ja? Und das ist alles nicht wirklich im Herzen, sowieso nicht. Meine ja, das stimmt. Aber ich meine, wenn man so denkt, Kinder über anfangen, sich ihrer selbst noch immer mehr bewusst zu werden, warum wir das für uns als Erwachsene so außer Acht lassen, ist sehr interessant, oder? Das ist wie abtrainiert. Jetzt mit der Welt die Leitung rein oder so? Irgendwie rauscht es ganz schön doll. Ach so.
noch mehr in der Leitung. Habt ihr, hat einer von euch noch das an, das GTV? Nein, nee. Okay. Hm. Jetzt wird's besser. Nee, doch nicht. Ich puste ihn fort. Das Rauschen von der Leitung. So, ist besser. Jetzt ist alles wieder gut. Voll Oder hat einer von euch Mikrofon und Lautsprecher an? Was? Hat einer von euch Mikrofon und Lautsprecher anstatt Kopfhörer? Ja, ich habe keine Kopfhörer. Ich habe auch keine. Ui, das ist natürlich... Skype kann es zwar zum Teil kompensieren, aber nicht hundertprozentig. Also Kopfhörer wären etwas besser. Dann gäbe es weniger Störungen. Falls ihr nächstes Mal irgendwo welche findet. Nein, da brauche ich ja die Kopfhörer mit dem Lautsprecher nicht dabei, oder? Mikrofon? Also Headset? Nee, du kannst auch nur, es reicht, es bringt schon was, wenn du nur Kopfhörer aufsetzt. Weil es geht ja darum, dass das Mikrofon nicht das aufnimmt, was aus den Lautsprechern kommt. Weil sonst gibt es ja eine Rückkopplung. Aha. Normalerweise gibt es halt eigentlich sofort eine Rückkopplung, was Skype kompensiert ist. Weil der weiß ja, was er abspielt, was von der anderen Seite kommt. Und das wird irgendwie wieder rausgefiltert, wenn es wieder vom Mikrofon aufgenommen wird. Ah. Aber das funktioniert natürlich nicht hundertprozentig, da es immer ein Teil Signalverlust gibt, wenn es der Ton aus dem Lautsprecher kommt und dann ins Mikrofon wieder reingeht. Das heißt, es muss entweder mehr weggefiltert werden, oder es kommt, bleibt trotzdem noch ein Piepen, Rauschen, sowas übrig. Deswegen ist Kopfhörer einfach immer viel besser. Almut hat jetzt Kopfhörer geholt, gell? Cool. Das ist besser. Ja, ich glaube schon. Hörst du uns noch gut? Ja, ist gut. Gut. Aber wenn das jetzt besser ist, dann ist das wunderbar. Ja, doch, ich glaube, es klingt jetzt besser, ja? Klingt jetzt besser. Jetzt ist nur noch die Störung von Steffi und das. Steffis Super. Technik ist, glaube ich, ein bisschen besser und dadurch ist das Problem nicht so groß. Ja. Super. Mhm. So, weiter am Text. Genau, weiter. Ja, ich finde, das ist, ich habe Kinder ganz oft dabei beobachtet, die sich über das Spielen, die sogenannten sozialen Fähigkeiten auch holen können und das immer ganz leicht dann schaffen. Und wenn man Kinder, was ja gerade auch im letzten Kindergarten ja ganz oft passiert, gerade übrigens auch in Bayern, das habe ich ganz oft mitbekommen, dass den Kindern das Spielen regelrecht abtrainiert wird, damit sie sich aufs Lernen konzentrieren, dann ist das wirklich Vorschule. Eigentlich fast schon. Vorschule, am besten schon im Kindergarten anfangen lernen, zu lesen und zu schreiben und so, ne? Genau, ja. Also ich habe das in einem Kindergarten in Starnberg mal erlebt, dass die Kinder, die im nächsten Jahr in die Schule kommen, schon wirklich Blätter malen müssen und ihren Namen schreiben müssen und Zahlen schreiben müssen und das wurde dann auch in Schnellhefte abgeheftet und die Kinder mussten also lernen, wie man das dann abheftet und lockt. Und also ich habe echt gedacht, hä, was? Nochmal. Das war echt. Alles schön ordentlich. Schön strukturiert. Ja, in Bayern ist das Schulsystem ganz schön krass, offenbar. Ich habe mich eigentlich als Nachhilfelehrer in Bayern versucht. Ich hatte schon meine erste Nachhilfeschülerin, aber, also Mathematik, ich war in Mathematik immer ziemlich gut. Oder ich bin immer noch gut in Mathe, ich brauche es auch immer noch. Aber das mit die Themen, mit denen sie zu mir kamen. Oh, jetzt gibt es einen Rückhalt. Das hatte ich gar nicht. Oder
Ein bisschen, aber nicht in der Form. Also die Aufgabe, was die hatte, war viel, viel schwieriger. Und ich habe es auch nicht geschafft, das in kurzer Zeit mit meinem Genie zu erfassen, was jetzt eigentlich genau zu machen ist, was die Lehrerin von meiner Nachhilfeschülerin erwartet, um mir halt dabei helfen zu können. Da habe ich mich wie ein Idiot gefühlt. Das war total mies. Jetzt weiß ich, dass ich das wohl nicht machen kann, Nachhilfelehrer in Bayern. Weil die einfach so viel Stoff haben, wo ich mich manchmal denke, und wo ist da die Kindheit? Also ja. Das sehe ich auch bei den Kindern meiner Mitbewohnerin, die dann kommen sie von der Schule, dann müssen sie Hausaufgaben und machen und essen und die haben kaum Zeit zum Spielen eigentlich. Nur am Tag vielleicht eine Stunde oder zwei Stunden maximal und der Rest geht halt für den anderen Sachen drauf. Haushalt und Schule und alles, also es ist so, ja, denke ich manchmal, ich bin ein Alien. Auch wenn ich mit meinen jüngeren Freunden rede, teilweise habe ich eine, mit der würde ich mich mal treffen in Hagen. Ich war dann auch 2 Tage in Hagen, habe in der Nähe irgendwo übernachtet bei Couchsurfing. Und die hat es nur an einem einzigen Tag geschafft, mich mit mir 1 Stunde zu treffen. Mehr war nicht drin. Weil sie kommt von der Schule, macht Hausaufgaben und dann geht sie ins Bett. Jeden Tag. Genau. Also ich habe letztens eine Mutter getroffen, die mit dessen Sohn auch mit Noah noch in der Grundschule war. Der geht jetzt aufs Gymnasium. Und dann habe ich gesagt, Mensch, vielleicht können die zwei sich ja mal wieder treffen. Und dann hieß es, was? Spielen unter der Woche? Da haben wir überhaupt keine Zeit mehr. Wir müssen Hausaufgaben machen. Also, das ist schon heftig, ja. Also, 11 oder auch 10 teilweise. Das Spielen muss man schon auch wieder mehr in den Vordergrund holen und auch wieder ins Bewusstsein mancher Menschen. Dass sie das, löst ja auch sehr vieles, das Spielen, und manchmal kann man dadurch manche Sachen tatsächlich auch viel besser mit dem Intellekt verbinden. Ja, also es kommt ja nicht einmal nur darauf an, dass Kinder still sitzen und zuhören, weil dadurch verbindet sich das mit mir nicht unbedingt, was ich höre. Ja, das können nur manche. Also ich kann das zum Beispiel, das ist ein spezieller Lerntyp, ich glaube maximal 10% der Bevölkerung können durch Zuhören das integrieren. Die anderen müssen das eigentlich auf anderen Weg noch erleben. Genau. Das Wissen. Ja, das ist komisch. Warum man das so abtrainiert. Warum es gar nicht so ist, dass man das Spielen als Selbstverständlichkeit sieht. Das ist auch ganz interessant. Der Noah spielt sehr gerne und auch sehr viel noch. Da habe ich dann letztens von einer anderen Mutter gehört, wie der spielt noch, der ist doch schon 11. Ich habe mir dann gedacht, jetzt? Heißt das was? Ja, der darf das nicht. Der ist nur zu alt, der ist schon fast tot. Ich spiele auch noch. Okay, ich spiele meist Computer, aber ich spiele auch gerne. Und jeder spielt irgendwie. Ich habe mich riesig gefreut, als ich erfahren habe, dass mein Mitbewohner auch gerne Computer spielt und vor allem auch über Netzwerk. Wir spielen jetzt ab und zu mal ein Spiel und sogar noch mit den Kindern zusammen manchmal, wenn es passt von der Zeit, wenn sie mal ein bisschen Zeit haben und so. Da spielen wir zu viert Spiele im Netzwerk an 4 Computern. Das ist echt cool. Mit Teamspeak, dass wir uns alle gegenseitig hören können, obwohl wir in verschiedenen Zimmern sitzen. Das ist total lustig. Und meine Mitbewohnerin, die Mutter der beiden Kinder, die sitzt dann in irgendeinem Zimmer von den Vieren und lauscht sozusagen mit am Geschehen und macht irgendwas anderes, weil sie selber nicht gern spielt, aber das ist total schön. So, zumindest ein bisschen Gemeinschaft. Mit meinen Eltern ist es nochmal was ganz anderes. Mit denen ist Computerspielen ganz tabu, aber dafür spielen wir Brettspiele. Oh, ja, die sind auch schön. Ja. Genau. Das ist bei uns eigentlich Familientradition, dass wir Siedler-Brettspiel oder Sternfahrer spielen oder Carcassonne. Wenn ich jetzt mal nach Hause komme, jetzt wo ich ja nicht mehr so oft zu Hause bin, dann müssen wir unbedingt auch ein Brettspiel spielen, wenn ich da bin. Sternfahrer zum Beispiel dauert 3 Stunden. Das ist so unser Familienspiel. Das spielen wir am häufigsten, das mögen wir alle am meisten. Ja, das ist ganz wichtig. Und das bringt so richtig schöne Nähe, finde ich, so Wärme, so diese Spielrunde. Vielleicht
Huch. Ja, das ist wirklich sehr, sehr, ja, ist wichtig einfach, dass man das wieder anfängt, ja, mehr zu integrieren. Also ich bin immer ganz überrascht, auch was der Noah sich auch teilweise für Brettspiele wünscht. Weil die haben manchmal mit ihm und seinem Alter, zumindest was an Angaben und Empfehlungen draufstehen, gar nichts zu tun. Es sind viele entweder für wesentlich ältere oder für wesentlich jüngere. Finde ich auch sehr interessant. Ja. Blödsinn. Die Kinder meiner Mitbewohnerin sind auch ziemlich schlau. Mit denen kann ich auch problemlos Spiele spielen, die eigentlich für Ältere ausgelegt sind. Ja. Auch wenn es bei manchen Spielen, wie zum Beispiel das Magic-Sammelkartenspiel, die Aufmerksamkeitsspanne nicht so lange ist manchmal, dass es dann selten dazu kommt, dass wir zu Ende spielen. Oder beim Siedler-Kartenspiel, weil es dauert 2 Stunden im Durchschnitt. Mit jemand, der das gut kann, eine halbe Stunde. Aber das reicht, ich habe bisher noch nicht geschafft, eine Runde zu Ende zu spielen. Die haben vorher immer eine von beiden keine Lust mehr. Was gibt's da zu kichern? Nichts, wir sind in der Leichtigkeit. Ach so. Alles ist gut. Ich mag das. Du bist so schön, wenn du kicherst. Ich mag dein Lachen. Ich mag es, wenn du so fröhlich bist, dass du dich totlachst. Ich? Ja. Das würde ich zu gerne mal in live sehen, unbedingt. Würde ich dich da kitzeln. ja. Almut? Ja? Wollen wir das vorlesen, was wir da vorbereitet haben? Oh. Ja, das können wir gerne machen. Warte, muss ich das mal erst wieder herholen? Das wird spannend. Ja, wir haben da so ein... Genau, die Steffi hat was geschrieben. Ja, ich sag wir. weil es für mich ein Bier ist. Satz für Satz, ne? Ja, genau. Und wir werden das zusammen vorlesen. Das ist einfach so aus dem höheren Selbst entstanden und aus allem, was ist und aus allem, was ihr seid, einfach zum Thema Spiel. Und was unsere Herzen so eigentlich dazu sagen, ja. Magst du anfangen? Bitte? Magst du anfangen? Ja, okay. Also das liebende Spielen, ja? Mhm. Das Spielen liebt sich selbst und deshalb gestattet es sich auch, es zu tun. Das Spielen ist die Hingebung eurer Herzen und Körper. Das Spielen ist der Platz meines Herzens, deines Herzens, unserer Herzen. Das Spiel ist die Truhe zum Glück. Spielen ist Freuen am Dasein. Spielen ist Hingabe an den Moment. Spielen ist das Tanzen im nassen Gras. Spielen ist die Liebe ohne Absicht. Spielen ist Hände halten. Spielen ist, wenn du mir den Ball zuwirfst. Spielen ist Atmen des Glückes. Das Spiel des Lebens ist die Leichtigkeit des Tanzens zu verstehen. Wir alle sind das Spiel. Wir alle sind Kinder. Hör hin auf die heilenden Worte der Wesen der Kinder. Frage nicht nach dem Warum, wenn es dir ein Bild malt, auf dem du dich nicht erkennen kannst. Frage lieber, was dich dazu brachte, dich selbst in Frage zu stellen. Perfekt spielen ist, wer vergisst, was richtig und falsch ist. Spiel bedeutet, farbig zu sein, bunt zu sein, lachen zu können, du sein zu können. Spiel bedeutet, Eingrenzung loszulassen. Spielen zu sein bedeutet, wahr zu sein. Spielen bedeutet die Ehrung unserer Mutter, auf der jedes Gefühl, auf der wir leben,
Gaia liebt es zu spielen. Zu spielen bedeutet das Annehmen deiner Urkräfte. Das Kind, das in deinem Herzen wohnt, ist jedes Kind, das dich im Außen begrüßt. Es ist jedes Gefühl, das dir gut tut. Es ist die Ehrlichkeit, die dich heilt. Kinder spielen, weil sie den Fluss der Galaxien und alles, was ist, tanzend in sich selbst erfahren. In jeder Sekunde, in der sie atmen und in der sie sind. Gestatte dir zu spielen, was du schon immer spielen wolltest. Spiel findet immer statt. Spiel ist in jeder Zelle deines Körpers. Kümmere dich um dein inneres Kind und werde zu dem, was du bist. Bewusste Liebe, bewusst strahlend, lachend, verehrend und ganz. Werde bewusst wie dein Kind. Juhu! Boah. Schön. Schön. Wunderschön. Nehmt es alle auf in eure Herzen. Ja, das fühlt sich so, oh, so toll an, so kraftvoll. So wie aus dem Kern genommen, also als wenn Gaia selbst das aufgeschrieben hätte. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir den Text zuschicken könntet, damit ich den dann auf die zu der Veranstaltung da darunter schreiben kann. Und auf die, in die YouTube-Videos. Oh, das ist. Oh, das ist toll! Da würde ich gerne einladen für eine Runde Stille, dass wir das in unsere Herzen aufnehmen. Und ich gehe nochmal vor die Kamera tanzen. Ja, das wollte ich gerade sagen. Ihr könnt gerne. Ihr könnt ja mittanzen, wenn ihr wollt. Ja. Sollen wir jetzt noch dranbleiben oder sollen wir? Okay. Dario hört mich nicht mehr. Nein, Moment nicht. Er konzentriert sich jetzt auf Tanz.
Feedback. Das tat gut. Danke. Oh, Markus ist da. Guten Abend und von Herzen danke ich euch. Wundervoll, schreibt Markus. Okay. Ist da jemand? Ja, ich bin da. Hörst du mich, Steffi? Was gibt's da zu kichern? Es gibt immer was zu kichern, Dario. Cool. Ja, schön war das. Ich habe nichts gesehen, aber ich habe es gefühlt. Du hast nichts gesehen? Wieso nicht? Ja, wie kann ich denn was sehen, wenn ich nicht vercheat bin? Ich habe das ja ausgemacht, damit ich nicht den Hall habe, ja. Und dann kannst du ja nur den Ton ausmachen. Genau, ich habe es gesehen. Einfach nur den Ton ausmachen. Genau, schau mal, du kannst. Ja, ich habe schon verstanden, aber vorher nicht. Da einfach den Ton ausmachen. Und dann... Da machst du nichts. Ich habe den inneren Augen hingeschaut. Okay. Du kannst ja außerdem das dann anschauen, ne? Ja, genau. Danach. Erholung. Ja, schön. Almut, bist du noch da? Ja, ich bin noch da. Ich höre euch nur zu. Verstehst du? Komm mit einfach ab, keine Angst. Verstehst du uns? Ja. Stimme ich auch? Ja. Ja? Ja, ich schon, ja. Wow. Darf ich den Chat vorlesen? Ja, gerne. Gerne. Nijal schreibt, ich schaue nur und spiele, werde getragen und lebe. Bewegt in mir mit etwas Karussell im Kopf. Ich verstehe. Markus schreibt, ja, viele Menschen haben auf ihrem Wege verlernt zu spielen. Spielen ist Freiheit. Doch irgendjemand hat gesagt, man dürfe es nicht. Oder das Spiel sieht so oder so aus. Dadurch haben manche die Freiheit verloren. Oder erlernen es erneut. Mhm. Petra verabschiedet sich. Gute Nacht, Petra. Tschüss, Mami. Genau. Nijal schreibt das Spiel und auch euch. Also er versteht das Spiel und er versteht uns. Ja. Danke, Nijal. Ja, das war's erstmal. Mehr gibt's nicht im Chat. Ja, das reicht doch. Passt doch, alles gut. Ja. Schön. Mhm. Gut. Zu dem Thema Spielen kam mir vorhin noch ein Impuls. Und zwar haben Freunde von uns oder von mir mal ein super schönes Orakel gemacht. Online-Orakel. Kann man hier Karten ziehen. Mhm. Und das sind auch die gemalten Bilder, die erinnern auch sehr an Spielen. Also Kinderbilder. Super Sache. Ist das auf der Indigo-Seite? Ja. Kenn ich. Kennst du schon? Ja. Sehr schön, ja. Kannst du ziehen eine Karte für uns alle? Hab ich doch gerade gemacht. Ah, okay. Ich versuche gerade den Link im Chat einzufügen.
Kristallenergie. Kristalle sind lebendige Wesen. Rede und spiele mit Kristallen. Umgib dich mit ihnen. Du selbst bist ein Träger von Kristallenergie und kannst Energie aufsaugen und ausstrahlen. Affirmation: Ich bin ein strahlender Kristall. Kristallenergie fließt durch mich. Schön. Und dazu kann man noch. Sehr schön, das passt auch sehr gut. Ja. Passt voll wieder. Voll toll. Von der Leichtigkeit passt das sehr schön, ja. Ja. Wir sind ja auch die Kristalle, von dem her. Das passt toll. Ja. Finde ich auch. So. Danke, dass ihr anders seid und anders spielt, schreibt Markus. Oh, schön. Danke, Markus. Schön, dass wir anders sind. Genau, ja. Schön, dass wir uns es erlauben können, anders zu sein, wir selbst zu sein. Mit allen unseren Macken und was weiß ich. Ja, das macht uns aus. Gott sei Dank haben wir Macken. Ich wollte es gerade sagen, ja. Ja. Und lustigerweise ist es ja wirklich so, dass wir das durch Spielen fast noch besser ausdrücken können, als wenn man das Spielen ganz beiseite lässt, oder? Ja. Oder versucht, mit wissenschaftlichen Methoden Spiele zu erfinden. Ja, genau. Genau. Es gibt auch mittlerweile selbst Spiel- und Lerncomputer für einjährige Kinder. Sehr, sehr intelligent. Ich finde das so krank. Ja. Ich finde das so krank. Oh. Ich bin so richtig krank. Die Kinder möglichst früh an den Computer fesseln, denn wir sind eine Computergesellschaft. Der beste Sklaven ist der Computer. Aber weißt du, dafür gibt es jetzt mittlerweile ernsthaft, das ist jetzt kein Spaß, dann neue Ausbildungen für Psychotherapeuten für computerabhängige Kinder. Boah, Wahnsinn, ja. Werden die gleichzeitig eingeführt mit den Lerncomputern für Einjährige? Ja, genau. Ah, okay. Das schustert sich die Industrie halt so gegenseitig zu. Ja. Na, wie bei der Schulmedizin, ne? Die Tabletten machen heilen dich da, machen dich aber dann das krank und dann brauchst du die Tabletten und die machen wieder das und so bist du immer im Karussell. Eine Tablette ist die Nebenwirkung der anderen. Genau, ja. Und hast du dann haben dann die älteren Leute, wie meine Großeltern, bei denen sehe ich das immer, die haben dann immer so eine Schatulle mit ganz vielen verschiedenen Arten von Pillen drin, die sie dann morgens nehmen müssen und davon abends welche und davon mittags und nicht vergessen und. Ich immer denke, das würde ich, wenn ich groß bin, nie machen müssen. Ich heile mich selbst. Ohne Pillen. Nee, also das. Ja, das ist ganz seltsam. Und mittlerweile gibt es ja auch wissenschaftliche Studien darüber, wie Spiel auszusehen hat. Ja. Das ist auch sehr, nicht so auch sehr interessant. Ja, wirklich, das ist sehr lustig. Ja. Ich meine, Kinder spielen einfach absolut intuitiv. Und das ist so schön, das zu beobachten. Wahnsinn. Auf jeden Fall. Da brauche ich keine wissenschaftliche Studie, wie das auszusehen hat. Die Kinder zeigen es uns doch. Nijal schreibt, er hat Liebeskraft, ich bin Liebe, habe auch eine Karte für mich gezogen und könnte Tränchen weinen. Warum? Wegen den aber kennenden Sachen um einen herum. Gerade bei diesem Thema. Es wird wieder viel mit der Liebe gespielt. Ja. Mhm.
Mit der Liebe spielt man nicht. Die Liebe spielt mit uns. Manchmal auch das, ja. Sehr oft sogar. Ach, Liebe ist doch was Feines. Ja. Ich liebe euch alle. Wir lieben dich auch. Und alle anderen auch. Und ich liebe dich, Steffi. Oh, danke schön. Ja. Ja, bedingungslose Liebe ist das Schöne. Ah, voll krass. Will ich auch leben, aber ich krieg's da nicht so hin. Ja, wir sind da, um alles wieder zu erfahren. Kein Stress. Danke. Das ist so wundervoll. Es ist wahr. Nur ist Stille. Ist rund, würde ich sagen, oder? Was würdest du sagen? Die Sendung ist rund, würde ich sagen. Ja. Ja. Ich kann noch eine Karte ziehen. Ich habe mir nämlich gestern auf der Buchmesse ganz tolle neue Einhornkarten gekauft. Oh. Okay. Da ziehe ich mal jetzt eine Karte für uns. Ja, mach das. So, mal schauen. Könnt ihr es sehen? Na, ich nehme da die anderen sicher. Was hast du gezogen? Moment, hier ist es. Androba, Einhorn der Kraft. Oh, schön. Kraft, Macht, pure Energie wollen gelebt werden. Ich helfe dir, sie sinnvoll einzusetzen. In dir steckt eine ungezügelte große Kraft, die sich entfalten möchte. Es ist Zeit, dass du dich selbst in deiner Vollkommenheit und Größe erfährst. Richte dich auf und zeige dir selbst und der Welt, was du kannst. Trainiere deine Intuition und deine bewusste Wahrnehmung. Ja, das passt alles dort zusammen. Ja, mit diesen Worten verabschiede mich und beende diese Sendung. Okay? Okay. Tschüss. Tschüss, tschüss. Guten Abend noch. Danke gleichfalls.